Ein herzliches Grüß Gott von der Terrasse der Stephanuskirche. Mein Name ist Andreas Taut. Ich bin Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Holzmaden. Und neben mir steht im gebührenden Abstand Dr. Markus Ocker. Er ist Oberstudienrat und unterrichtet die Fächer Evangelische Religion, Psychologie und auch Informatik. Seit 2019 ist er Dozent an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. Und er hätte eigentlich gerne am 17. November vor Publikum hier in der Stephanuskirche gesprochen. Seit vielen Jahren lädt der Gesprächskreis Lebendige Gemeinde hier im Raum Kirchheim und Nürtingen am Vorabend des Buß- und Bettags ein zu einem Vortrag. Aber das ist natürlich aus bekannten Gründen jetzt nicht als Live-Veranstaltung möglich. Umso mehr freue ich mich, dass Markus Ocker trotzdem bereit ist, einige Fragen zu seinem Thema, zum Thema Schule und Jugendarbeit zu beantworten. Markus, du kommst ja aus der Praxis, arbeitest jeden Tag mit Schülerinnen und Schülern am Schlossgymnasium in Kirchheim zusammen. Und jetzt die erste Frage: Warum soll denn Jugendarbeit an die Schule kommen? Haben Schüler nicht genug zu tun mit Englischvokabeln, mit Matheaufgaben? Da müsste doch eigentlich genug los sein für die Schüler. Gegenfrage: Warum sollte evangelische Jugendarbeit nicht in die Schule kommen? Wenn für sie das Gleiche gilt wie für die Kirche, nämlich geht hin in alle Welt, dann kann sie nicht eigenmächtig die Schule davon aussparen. Zumal die Schule ja auch der Ort ist, an dem heutige Kinder und Jugendliche den Großteil ihrer Zeit verbringen. Und wenn aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen und auch der nachlassenden religiösen Sozialisation in den Familien Kinder heute immer weniger in die Jugendarbeit kommen, dann muss eben die Jugendarbeit zu ihnen kommen. Vor kurzem habe ich auf einer Autofahrt ein Interview mit Claudia Lübbers gehört. Sie ist bis heute die jüngste Fußball-Nationalspielerin. Am Ende des Interviews wurde sie nach der Zukunft des Frauenfußballs gefragt. Sie hat gesagt, dass der Fußball aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen zunehmend sich damit schwer tut, Nachwuchsspieler zu finden. Und das gilt sowohl für die Mädchen als auch für die Jungs. Deshalb müssten aus ihrer Sicht die Fußballvereine dorthin gehen, wo Kinder und Jugendliche heute die meiste Zeit verbringen. Eben an die Schule. Das ist ein sehr interessantes Beispiel, was den Fußballvereinen recht ist. Das kann ja der Kirche nur billig sein. Also an die Schule gehen, um dort den Nachwuchs zu werben. Tja. Ja, auch wenn der Fußball als schönste Nebensache der Welt gilt, hat er keinen Sendungsauftrag von Gott. Die Kirche und damit evangelische Jugendarbeit aber schon. Und bei ihrem Auftrag geht es auch nicht um eine Nebensache, sondern um die Hauptsache für uns Menschen. Dass alle die Botschaft von Gottes Liebe hören und sich auf eine lebenslange Beziehung mit ihm einlassen. Unser Auftrag als Christen ist nicht, religiöse Biotope einzurichten, in denen alles nach biblischen Regeln funktioniert, zu denen unsere Mitmenschen aber von sich aus keinen Zugang finden. Vielmehr sollen wir in die Welt hinaus und damit in die verschiedenen Lebenswelten unserer Mitmenschen hineingehen, auch in die unserer Kinder und Jugendlichen. Und die Schule ist eine davon. Im griechischen Markus-Evangelium steht bei Welt Kosmos, was eigentlich die von Gott entfremdete und sogar gottfeindliche Welt meint. Und um noch kurz auf die Englischvokabeln und die Matheaufgaben zurückzukommen, und das sage ich jetzt als Lehrer vermutlich etwas Provokatives, was man auch falsch verstehen kann, aus Sicht der Bibel sind nicht die regelmäßig gelernten Englischvokabeln und die richtig angewandten Matheformeln die Basis für ein gelingendes Leben. Entscheidend ist, dass junge Menschen wissen und glauben, ich bin von Gott geliebt und angenommen, egal wie erfolgreich mein Leben verläuft. Mein Wert hängt nicht zuerst an Noten und anderen Erfolgen, sondern an Gottes nie endender Liebe zu mir. Aber es gibt natürlich viele Situationen, vor allem im späteren Berufsleben, in denen ich dann auch als Christ von meinem englischen Sprachschatz und von meinem mathematischen Denkvermögen profitieren kann. Der Vortrag, den du, Markus Ocker, gerne in der Stephanuskirche gehalten hättest, der hat ja den Titel »Suchet der Schule Bestes«. Und du plädierst damit ganz stark dafür, dass Schulen unterstützt werden müssen. Warum?
Die Schule hat sich ja in den letzten Jahrzehnten stark verändert und nicht alle Veränderungen sind positiv, wie zum Beispiel, dass durch die Ganztagesschule die tägliche Schulzeit immer länger und die schulfreien Zeiten für Kinder und Jugendliche immer kürzer werden. Denn dann haben sie auch weniger Zeit für die Angebote von Sport, Musik oder anderen Vereinen oder auch von evangelischer Jugendarbeit. Aber nicht alles am aktuellen Bildungsansatz ist negativ. Ihm geht es, wie der Jugendarbeit auch, um eine ganzheitliche Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Sie sollen in allen ihren Lebensbereichen gefördert werden. Und dafür möchte man die bisher getrennten Erziehungs- und Bildungsbereiche zusammenbringen, also Schule, Elternhaus und Jugendarbeit. Die Schule soll kein grauer und ungeliebter Lernort mehr sein, an dem es nur um theoretische Wissensvermittlung geht, sondern die Schule soll als Lernort auch ein Lebensort sein, an dem Kinder und Jugendliche für möglichst viele Bereiche ihres Lebens etwas lernen können. Die Schule ist deshalb auch kein Selbstzweck. Die Kinder und Jugendlichen sind nicht für den Fortbestand der Schule da, sondern die Schule ist für die Kinder und Jugendlichen da, damit sie zu selbstverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Menschen heranwachsen können. Es geht um ihr Bestes. Und damit sind wir jetzt auch beim Titel meines ursprünglich geplanten Vortrags. Genau genommen geht es nicht um das Beste für die Schule, sondern um das Beste für die Schüler. Wenn Jugendarbeit der Schule Bestes sucht, dann geht es um das Beste für Kinder und Jugendliche. Evangelische Jugendarbeit lässt sich also wegen der Kinder und Jugendlichen auf die ihr fremde Schulkultur ein. Auch in der Schule, wo sich fast alles nur um Leistung und Erfolg dreht, sollen junge Menschen erfahren können, dass sie für Gott schon immer einen einzigartigen Wert haben. Einen Wert, den sie sich nicht erst erarbeiten müssen und den ihnen auch niemand mehr nehmen kann. In den aktuellen Bildungsplänen gibt es rechtlich verankert viele Freiräume im Schulbetrieb, in denen sich verbandliche Jugendarbeit und auch evangelische Jugendarbeit mit ihren unterschiedlichen Bildungsangeboten einbringen können. Dazu ein Tipp: Bei der Schülerinnen- und Schülerarbeit im Evangelischen Jugendwerk Württemberg kann man zum Beispiel Dokumentationen von erfolgreichen Projekten schulbezogener Jugendarbeit bestellen. Und dort gibt es auch Experten, die wissen, worauf Jugendarbeit bei der Zusammenarbeit mit Schule achten sollte und auch, wo die Zusammenarbeit ihre Grenzen hat. Nun muss ich mal als Gemeindepfarrer etwas provokativ fragen, was würde denn das einer Kirchengemeinde bringen, wenn wir verstärkt die Kooperation mit der Schule suchen? Es ist doch schwer genug, vor Ort eine Jugendarbeit aufrechtzuerhalten. Können wir uns das denn leisten, dass wir Kräfte und Ressourcen dann eben auch noch an der Schule einsetzen? Was bringt's mir? Oder was haben wir davon? Diese Frage ist heute ja schon fast eine Standardfrage geworden, auch in der Kirche und Jugendarbeit. Und hier müssen wir aufpassen, dass sie nicht zur heimlichen Leitfrage unseres Handelns wird. Denn so wie die Schule hat auch die Kirche und ihre Jugendarbeit keinen Selbstzweck. Die Kinder und Jugendlichen, zu denen Jugendarbeit gesandt ist, sollten eben nicht den Fortbestand unserer Jugendarbeit garantieren. Hier unterscheidet sich evangelische Jugendarbeit grundsätzlich zum Beispiel von der Nachwuchsarbeit der bereits erwähnten Fußballverbände. Evangelische Jugendarbeit fragt nicht nach ihrem Eigennutz, sondern nach dem Nutzen der Jugendlichen. Also, was haben Kinder und Jugendliche davon, wenn sich evangelische Jugendarbeit auf die Zusammenarbeit mit der Schule einlässt? Dazu ein provokativer Gedanke, den vor rund 2600 Jahren der Prophet Jeremia in einem Brief seinen nach Babel verschleppten Landsleuten schrieb. Suchet der Stadt Bestes, auf Hebräisch heißt Bestes Shalom, also suchet der Stadt Shalom, in die ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Mit anderen Worten, wenn wir alle Anstrengungen in den Nutzen, in das Wohlergehen, also in den Shalom der anderen investieren, wird es auch uns selbst als Kirche und Jugendarbeit gut gehen. Verstehe ich das richtig, dass für dich also die Jugendarbeit an der Gemeinde, die nicht an der Schule stattfindet, und die Jugendarbeit, die an der Schule stattfinden sollte, keine Gegensätze sind, auch keine Alternativen, sondern eher so wie zwei Seiten einer Medaille ganz eng zusammengehören?
Genau, so sehe ich es. Wenn die evangelische Jugendarbeit zur Schule geht, kann sie dort mehr und vor allem auch andere Jugendliche erreichen als eine Jugendarbeit, die nur auf außerschulische Jugendarbeit setzt. Über niederschwellige Angebote können hier Beziehungen zu Kindern und Jugendlichen geknüpft und vertieft werden, von denen die meisten von sich aus gar nicht auf die Idee kommen würden, außerschulische Jugendveranstaltungen zu besuchen. Zum Beispiel Jugendliche aus anderen Bildungsschichten, Kinder mit Migrationshintergrund oder auch Jugendliche aus atheistischen Familien. Die Zusammenarbeit mit der Schule schafft eine Bekanntheit und Vertrautheit, die evangelische Jugendarbeit sonst in der Gesellschaft immer weniger gelingt. Und zwar nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch ins Rektorat und Lehrerkollegium, zum Schulträger und in Elternhäuser hinein. Diese Bekanntheit und Vertrautheit bildet eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass Kinder und Jugendliche dann auch zu außerschulischen Angeboten und Veranstaltungen von Jugendarbeit kommen bzw. sich erstmal einladen lassen. Ein gutes Beispiel dafür ist für mich die Schulkontaktarbeit in unserem Kirchenbezirk. Ein Jugendreferent des Evangelischen Jugendwerks hat seinen Arbeitsschwerpunkt an zwei Schulen. Durch niederschwellige Pausenspielangebote, aber auch über die Ausbildung von Schülermentoren versucht er, Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu knüpfen, sie an der Schule zu begleiten und bei Problemen zu unterstützen. Beim Konfi-Camp können sie ihm auch wieder begegnen und völlig ohne Druck lädt er sie auch zu außerschulischen Angeboten des Jugendwerks ein, von denen sie vermutlich sonst nichts mitbekommen hätten und zu denen sie dann eben, weil sie ihn kennen, manchmal auch kommen. Ein Artikel in unserer Tageszeitung über diese Schulkontaktarbeit trug den bezeichneten Titel Zeit für die Seele der Jugendlichen. Du hast ja schon gesagt, dass du dich mit deinem Titel Suchet der Schule Bestes auf diesen Brief des Propheten Jeremia beziehst. Und die Aufforderung des Jeremia geht ja dann noch weiter. Er sagt nicht nur Suchet der Stadt Bestes, sondern er sagt Betet für sie. Ist das auch eine Möglichkeit, für die Schulen zu beten? Warum nicht? Die Aufforderung von Jeremia an seine Landsleute, für die Menschen außerhalb ihrer Gemeinde zu beten, findet sich mit der gleichen Stoßrichtung auch noch an vielen anderen Stellen in der Bibel. Paulus schreibt zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Betet für alle Menschen. Wenn wir als Gemeinde und Jugendarbeit für alle Menschen beten sollen, dann schließt das doch auch Schüler, Eltern, Lehrer, Schulleitungen, Bildungspolitiker mit ein. Vor allem jede und jeder von uns kann die Schule und die Schüler, Lehrer und wer sonst noch alles am Schulbetrieb beteiligt ist, sozusagen ins Gebet nehmen, zu jeder Zeit und an jedem Ort. Man kann dies allein tun, in kleinen Gruppen oder in größeren Veranstaltungen beten, regelmäßig oder nur ab und zu. Dazu zwei Möglichkeiten. Am 4.11. war der sogenannte Pray Day. Die Studentenmission in Deutschland, die auch an Schulen arbeitet, hat Ende der 1990er Jahre einen deutschlandweiten Gebetstag initiiert. Inzwischen ist daraus ein europaweiter Gebetstag geworden, der auch von Organisationen wie der Deutschen Evangelischen Allianz, dem Bibellesebund, dem EC oder auch Moms in Prayer unterstützt wird. An diesem Tag kommen Christen in einer Stadt oder Region zu ganz unterschiedlichen Zeiten, morgens, in der Mittagspause oder oft auch abends zusammen und beten für die Schulen. Grundsätzlich und allgemein, aber auch für konkrete Anliegen, wenn sie von Schülern, Eltern oder auch Lehrern eingebracht werden. Regelmäßig für Schüler und Schulen beten seit Mitte der 1980er Jahre die bereits erwähnten Moms in Prayer, eine Gebetsbewegung von Müttern. Diese inzwischen internationale Bewegung möchte Mütter dazu ermutigen, sich unter der Woche zu treffen, um gemeinsam für ihre Kinder, deren Mitschüler, Lehrer und Schulen zu beten. Sie verstehen ihr Beten als positive Unterstützung und Motivation und Ermutigung für öffentliche und private Schulen. Ihre Vision ist, dass jede Schule in Deutschland, in Europa und vielleicht auch einmal auf der ganzen Welt eine solche Gebetsgruppe hinter sich hat. Auch bei uns hier in Holzmahn gibt es schon seit mehreren Jahren zwei solche Moms in Prayer Gruppen.
die sich regelmäßig treffen. Für mich ist das auch eine Form, wie von Gemeinde das Beste für Schüler und Schulen gesucht werden kann. Und Andreas, wir Väter können uns natürlich genauso gut zum Beten und Gebet für Schüler und Schulen treffen. Das ist eine sehr gute Anregung. Jetzt kommen wir zum Schluss unseres Interviews. Markus, Schule in Corona-Zeiten. Viertklässler in Holzmaden müssen keine Maske tragen, Fünftklässler in Kirchheim schon. Was sind denn die Herausforderungen, die die Pandemie gerade an die Schüler und an die Lehrer stellt? Also an meiner Schule, einem Gymnasium, nehme ich zunächst ein grundsätzliches Verständnis für die Corona-Regeln wahr. Es gibt zwar einzelne Schüler, die hin und wieder austesten, wie konsequent wir als Schule auf Verstöße reagieren, und es passiert auch fast jedem von uns Lehrern mal, dass wir unwissentlich eine Regel vergessen. Das mit dem regelmäßigen Durchlüften der Zimmer alle 20 Minuten ist da so eine Sache. Dazu kommt, dass sich fast jede Woche etwas per Anordnung des Ministeriums ändert und die Schulleitung nachsteuern muss, manchmal sehr kurzfristig, von nachmittags auf den nächsten Morgen. Insgesamt erlebe ich die Atmosphäre im Schulgebäude als eher gedämpft, vor allem im Unterricht, aber auch in den Pausen. Als Lehrer müssen wir anders als die Schüler den ganzen Tag Maske tragen. Zum Ablegen muss ich das Schulgelände verlassen. Das Unterrichten mit Maske ist sowohl für die Schüler als auch für uns Lehrer ziemlich anstrengend, da wir ja alle laut reden müssen, um verstanden zu werden. Leider können nur noch sehr wenige AGs unter sehr strengen Auflagen stattfinden und dann auch nur innerhalb einer Alterskohorte. Das heißt, es dürfen nur Schüler aus einer Jahrgangsstufe daran teilnehmen. Auch alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie Fahrten, Theater und Musikvorführungen sind zurzeit verboten. Und weil keine jahrgangsstufenübergreifende Angebote und Projekte möglich sind, gibt es auch fast keine Begegnungen und keine gemeinsamen Aktionen von älteren und jüngeren Schülern. Und das ist eigentlich der pädagogische Schwerpunkt meiner Schule. In vielen AGs, in der Hausaufgabenbetreuung, in unserem Patenschaftsmodell oder bei Aktionen der SMV haben bisher ältere Schüler für jüngere Verantwortung übernommen, haben sie begleitet, haben sie angeleitet. In der Pädagogik nennt man das Peer Education. Und sie waren dadurch auch so etwas wie Vorbilder für die Jüngeren. Das fällt gerade völlig weg. Unsere neuen Fünftklässler hatten bislang noch keinen Kontakt mit den älteren Schülern. Und es sind auch viele spezielle Veranstaltungen und Aktionen für sie ausgefallen. Und da bin ich schon gespannt, welche Folgen dies auf Dauer für die jüngeren Schüler und auch für unsere Schulgemeinschaft hat. Eine ähnliche Beobachtung oder Frage gibt es gerade ja auch an den Hochschulen, wo die Erstsemesterstudenten ihr Studium nur vom Zimmer aus rein digital und ohne direkten Kontakt zu ihren Mitstudierenden und den Dozenten erleben. Positiv sehe ich aber, dass im Unterschied zum Frühjahr zumindest an der Schule bislang noch Präsenzunterricht stattfinden kann. Trotz Maske ist das viel besser als das isolierte Homeschooling im Frühjahr. Das sehen auch unsere Schüler so. Und als Informatiklehrer begrüße ich natürlich die inzwischen deutlich bessere Ausstattung unserer Schule mit Computern und die größere Offenheit im Kollegium für das Arbeiten mit Computern im Unterricht. Auch gibt es jetzt mehr Kollegen, die sich bewusst mit der Digitalisierung von Gesellschaft und Schule auseinandersetzen und mit überlegen, wie diese Digitalisierung konstruktiv von pädagogischer Seite aufgegriffen werden kann. Zumindest an dieser Stelle sind wir, wenn es wieder zu einem völligen Lockdown kommen sollte, deutlich besser aufgestellt als im Frühjahr. Das ist schön zu sehen, dass es auch Chancen gibt in der Krise, Markus Socker. Vielen Dank, dass du uns als Insider diesen Einblick in die aktuelle Situation auch deiner Schule gegeben hast. Allerdings die Schulwelt, wie ich das vernommen habe, ändert sich ja auch schon vor Corona. Und da ist es einfach wichtig, dass wir uns von Seiten der Kirchen und auch der Kirchengemeinden überlegen, wie Jugendarbeit zur Schule gehen kann. Wen das noch etwas genauer interessiert, es gibt ein Buch zum Thema Wenn Jugendarbeit zur Schule geht, im Brunnen Verlag erschienen. Das geht über den Auftrag evangelischer Jugendarbeit in einer sich verändernden Schulwelt, von Markus Ocker verfasst.
Ich verabschiede mich von dir, Markus Ocker, und auch von allen, die sich digital zugeschaltet haben. Gottes Segen und alles Gute für die kommenden Tage der Advents- und Weihnachtszeit.